Ja, hallo und somit herzlich willkommen zu einem kleinen Stück Nostalgie aus meiner Kindheit. The Bus Driver, The Game. War wahrscheinlich sogar eines der ersten Spiele, die ich besitzt habe. Habe ich damals so 2007-2008 auf dem Laptop meiner Mutter gespielt. Habe ich sehr gute Erinnerungen daran. War wirklich ein Highlight aus meiner Kindheit, würde ich sagen. Okay, eigentlich fast traurig, aber egal, lassen wir das. Ich würde sagen, wir tauchen gleich ein ins Spiel und legen los. Ins kalte Wasser. Ihre erste Aufgabe. Lernen Sie die Grundlagen des Busfahrens. Eine Schule veranstaltet einen Schwimmwettkampf im örtlichen Sportcenter. Holen Sie alle Kinder ab und bringen Sie sie sicher ins Schwimmbad. Let's go. Okay. Ganz kurz noch schauen, rechts, links, blinken. Ist, glaube ich, sehr wichtig hier. Türen mit Enter öffnen. Ja, dann los geht's. Okay. Holy shit. Die Steuerung ist jetzt schon grandios, würde ich sagen. Das Ganze spielt man hier mit Tastatur. Und sobald Leute im Bus sind, darf man, glaube ich, nicht zu schnell abbremsen. Denn es gibt dort unten ein Bremsometer oder ja, wie auch immer man das nennen möchte. Und auch schon einen Fahrplan. Weiter geht's. Erste Haltestelle geschafft. Die Zeit, die unten steht, ist, glaube ich, eigentlich die Zeit, bei der man bei der nächsten Haltestelle sein sollte. Glaube ich zumindest. Langsam abbremsen, nicht zu schnell. Ist natürlich gar nichts gegen den Omsi-Bus-Simulator. Und die Grafik sieht eigentlich für das Jahr 2007, als das Spiel rauskam, ganz okay. Okay aus, finde ich. Also da gab es durchaus schlechtere Spiele und gibt es auch heute noch. Sportcenter, schon die Endhaltestelle. Mal schauen, welchen Score wir haben. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 20. Bonuspunkte. Pünktlichkeit 75%, Bonusfahren 6. Strafe fahren 0, Gesamtpunktzahl 2036. Lief doch ganz gut, würde ich sagen. Dann können wir schon zum nächsten. Linie 42 Wolkenkratzer-Tour. Linie 42 führt mitten durch die Westside, wo die Angestellten in den Bürotürmen den Bus aus der Vogelperspektive bewundern können. Sie erhalten Bonuspunkte, wenn sie eine Haltestelle perfekt anfahren. Hört sich machbar an. Zu einem späteren Zeitpunkt fahren wir, glaube ich, noch im Winter, was dann etwas anspruchsvoller wird. Da die Straßen nicht gerade trocken sind. Terminal West. Los geht's. Mhm.
Schwierige ist ja, man kann weder die Kamera rechts, links schwenken, noch fährt der Bus wirklich so, wie man es eigentlich möchte. Aber es sollte machbar sein. Okay, leider haben wir jetzt schon eine Verspätung. Nicht zu stark abbremsen. Und weiter geht's. In der Kreuzung müssen wir nach links abbiegen. Jo, wieder abzieht. Oh shit. Hat niemand gesehen, alles gut. Wir bleiben mal in der mittleren Spur. Okay, hier gibt es offensichtlich sogar eine Busspur. Habe ich gar nicht bemerkt. Ganz langsam und sachte. Für die Pünktlichkeit werde ich wahrscheinlich nie Punkte bekommen. Okay, eigentlich können wir gleich hier bleiben. Oh shit. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Holy shit. Schon mal minus 100 Punkte. Sehr gut. Sollten wir aber wieder gut machen können. So. Okay. Das mit der Zeit checke ich irgendwie immer noch nicht. Aber gut. Nächster Halt. Shit. Ja gut, rote Ampel befallen. Nur 200 Punkte. Das schon im zweiten Level. Sehr gut. Eigentlich könnte man ja etwas bescheißen, oder nicht? Okay, nein. Kann man leider nicht. Gut. Nee. Höchstgeschwindigkeit gibt es, glaube ich, hier gar nicht. Das war jetzt knapp. Bremsen, bremsen! Okay. Das mit der Bremse ist echt scheiße. Naja. Vor allem, wenn 16 Leute im Bus sind, stehen bestimmt ein paar Leute und da muss man natürlich etwas vorsichtiger fahren. Sollte ja eigentlich klar sein. Allerdings bin ich nicht gerade vorsichtig. Und auch schon wieder zu spät.
Eigentlich sollten wir jetzt am Ziel sein. Aber kommt bestimmt mit irgendwie 30 Sekunden Verspätung an. Wo jetzt hier genau nicht die Wolkenkratzer sind, sehe ich gar nirgends. Ich glaube, das ist das Endziel. Come on, da bin ich gar nicht reingefahren. Lief jetzt nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Beförderte Fahrgäste 37. Bonuspunkte. Pünktlichkeit 63%. Bonusfahren 23. Strafe 450 Punkte minus. Naja. Ich würde sagen, ich fahre einfach alle Strecken mal in der ersten, im ersten Durchlauf. Sind das lange Strecken? Vielleicht könnte ich einfach für jede Stufe eine Folge machen. Da würde ich sagen, geht es gleich weiter. Linie 35 Airport. Mit Linie 35 fahren meist Airport-Mitarbeiter. Es gibt zwei Stopps. Heute ist ein klarer, kalter Tag. Es liegt Schnee, manche Straßen sind eisglatt. Kommen Sie nicht ins Rutschen. Lieber etwas später, dafür aber sicher ankommen. Da fängt es schon an mit Schnee, Kälte und Glatteis. Hoffentlich kommt das gut raus. Mal schauen. Schaffen wir aber bestimmt irgendwie. Wahrscheinlich geht jetzt etwas über Stock und Stein. Berge hoch und Berge wieder runter. Bis zum Airport. Oder vom Airport. Nein, bis zum Airport war's. Let's go. Nächster Halt, Acton. Auf der rechten Seite sehen Sie einen schneeverwehten Wald. Auf der linken Seite sehen Sie auch einen schneeverwehten Wald. Die Ankunftszeit beträgt ungefähr 30 Distanz. 300 Meter wahrscheinlich. Perfekte Meile, 170 Punkte. Oh, was ist denn da passiert? Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es gibt auch noch ein paar andere Spiele, die Nostalgie auslösen bei mir, die wahrscheinlich auch noch später kommen werden auf diesem Channel.
Unter anderem Inspector Gadget und Crazy Taxi, das wahrscheinlich sehr viele Leute kennen werden. Und auch Inspector Gadget sollte eigentlich bekannt sein. Allerdings muss ich da noch die Spiele auftreiben, da ich sie eigentlich auf CD sogar noch habe, aber mein PC kein CD-Laufwerk hat. Das war noch gelungen. Haben wir geschafft. Nächster Halt, Ecken Airport. Bitte bleiben Sie sitzen, bis der Bus zum Stehen gekommen ist. Und da wären wir auch schon. Ah, perfekt. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 27, Bonuspünktlichkeit 80%. Schon etwas besser. Bonusfahren 13, Strafe 0. 2971 Punkte. Okay, auf jeder Stufe hat es 6 Fahrzeuge. Ich würde sagen, ich mache eine Pause nach 3 Fahrzeugen, nach 3 Linien. Daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Mitfahrt bei mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Ein Stückchen Nostalgie aus meiner Kindheit. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.